Guck. Da ist sie wieder. Mit der wahnsinnig sexy Lara Croft hier bei Jack Zockt Tomb Raider, The Angel of Darkness, der sechste Teil der Reihe. So, und wir sind hier immer noch in Von Kreuz Apartment. Und da ist so ein fieser Typ, der Lara hier irgendwie nicht unbedingt an die Wäsche will, aber mehr an ihre Knochen, weil er will sie umbringen. Ei! Ui, 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 ui. Warte, warte. Das ist jetzt. Wo wollen wir jetzt hin? Sind die Dinger höher? Kommen wir hier? Hier kommen wir nicht runter durch, oder? Von dort hinten sind wir ja gekommen. Aber wir könnten vielleicht. Da war ja was unter Laser durchrobben, mal wurde geschrieben. Okay. Das werden wohl die hier sein. Warte mal. Ich lade nochmal, nein. Ja, ja. Ich will noch mal gucken, nicht, dass wir am Ende noch was vergessen haben hier. Da scheint ja irgendwas wegen Bücherregal. Nee. Okay, wir nehmen das einfach mal so mit hier. Und dann kriechen wir noch mal. Dann noch mit Bombe, ja, also wirklich. Ui, So, wir kommen hier. Du kriegst noch ein paar Bandagen hier, ein paar Wickel. So. Und damit speichern wir nochmal. So. Wir sollen also darüber, das wird wohl nichts werden, oder? Also hier runter. Schätze ich mal. Oder kommen wir nochmal hoch? Nö. Ich schätze mal, wenn Lara durch das Feuer läuft, wird sie jämmerlich verbrennen. Was ist hier hinten? Wollen wir hier hin? Ich sehe aber gerade keine Laser hier. Das ist gerade. Von hier sind wir aber nicht gekommen. Lass mich mal weiter runter. Was ist, wenn wir hier weiter runter gehen? Nimm mal mit. Ja, danke schön. Können wir wieder hier hoch? Ich weiß ja nicht, was in dem Gang dort noch war. Da waren zwar die Bomben dran, aber keine Laser. Kommen wir nochmal hier hoch? Ja. Oh, wir speichern das mal. Passiert jetzt hier irgendwas? Ach, dort vorne ist der Typ. Warte, warte, warte. Nein. Jo. Nee, Quatsch. Wir wollen noch den schneller, den Platz hier. So. Warte mal, wir gehen erstmal hier unten gucken. Weil wenn dort der Typ steht, dann wird es dort wahrscheinlich weitergehen. Wir haben außerdem hier ein Medipäckchen vergessen für Sonderleben. Was ist hier? Ist nix. Kannst du hier drunten, kannst du hier kriechen? Hm.
Okay, wir müssen also dort oben lang. Jetzt habe ich es gerade geschafft, dort oben durchzukommen durch die beiden Laser und jetzt muss ich das nochmal machen. Scheiße. Ach Mensch. Oh. Lara. Bitte bewege dich in die Richtung, die ich dir befehle. Und nicht in die Richtung, die du selbst dir aussuchst. So, was gibt's gleich mal überhaupt nicht. Speichern das ganze Ding hier. So. Ich bin damit einfach einen Spring durchgekommen. Habe ich das nochmal? Jawohl. Speichern. Der Typ wartet also dort vorne auf dich, oder? Warte mal. Waffen. Aber für das Ding, was wir von dem aufgesammelt haben. Haben wir keine Mumpeln? Doch, haben wir. Naja, kannst du vergessen, Kumpel. Ist das alles dafür? Leute. Ich will nur wissen, ob sie denn überhaupt trifft dort vorne. Dreh dich doch mal um! Verflucht nochmal! Das ist... Was ist denn das für eine scheiße Steuerung hier? Die dreht sich nicht um, wenn die getroffen wird. Das müssen wir erst langsam hier raustrampeln. Was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Oh, yeah. Also diese Spielmechanik ist zum Kotzen, ehrlich. Warte mal, ich muss hier nochmal reingucken, ob hier ein paar Tipps drin stehen hier, wie man das... wartet, nee, hier. Treppen als erster Stock. Der erste Fall geht. Bevor ihr hindurchlauft, solltet ihr den Kamera... Ja, danke schön. Telefonat mit... erschießen. Betrachte die nächste Linse im Gang. Diese geht gelegentlich aus. Bevor ihr hindurchlauft, solltet ihr... Ja, das sagt sich so einfach. Die zielt ja noch nicht mal auf den, oder? Ich kann es nicht ausmachen. Sonst schalte ich die Katze hinweg. Hast du sie erledigt? Hallo? Hallo? Bist du noch dran? Ist sie tot? Wir müssen zurück nach Prag. Nein, Buscha. Ist sie nicht. Aber ihr kleiner Freund. Um sie kümmere ich mich später. Ich wollte schon immer mal nach Prag.
Noch eine kalte und düstere Stadt. Großartig. Ich sag mal so. So sexy wie du dich für uns hier anziehst, ist nicht verwunderlich, dass dir kalt ist, Lara. So. Ist dieses Wetter nicht herrlich? Jo. Passend zur jetzigen Jahreszeit, auch wenn wir es in echt nicht haben. Ja, beziehungsweise den Schnee nicht haben. Der Autofahrer in mir kann dankend drauf verzichten. Zu. So. Wir sind jetzt also in Prag hier. So, und das, mit. Okay, kriegst du nicht auf. Macht sie nicht. So. Mhm. So, wo jetzt hin? Jetzt sind wir im letzten großen Gebiet hier im ganzen Spiel. Das geht nicht, hier kann sie nichts machen. Hey! Du hast nichts für mich dabei, Lara. Die haben wirklich dir alles genommen. Vor allem der Typ da. Der eine. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier aufgebaut ist. Ob das weiterhin so aufgebaut ist, dass wir hier Level überschreitend hier unterwegs sind. Oder ob wir jetzt hier eine Aneinanderreihung der Levels haben, so wie in den ersten drei Teilen. Hast du irgendwas liegen für mich? Ja, warte mal. Wir geben dir noch eine Schokolade. Keine Ahnung. Hier, nimm so eins. Sollte erst mal reichen. So, wie lange haben wir? Ach, wir haben noch gerade erst angefangen. Ja, was ist hier hinten? Hier kommen wir wieder vor. Okay. Ja, ich habe die Klappe gesehen. Wir gehen dann dort gleich rein. Ich will bloß mal hier vorne gucken, ob hier irgendwas ist. Das ist die Kante zum Dranhängen, oder? Nö. Können wir das Ding hier? Nö. Aber warum kann Lara hier draufklettern? Keine Ahnung. Aber in irgendeinem tieferen Sinn wird es vielleicht haben. Oh, zu. Oh, zu, oder? Ich denke mal, wir müssen erstmal da runter hinten. Wo der Typ war. Was steht denn da für einer? Können wir mit dem reden? Was? Was wissen Sie über das Gebäude da drüben? Was? Ach so. Ne, wisst ihr was? Hier gucke ich wieder. Das ist mir zu doof, dann hier 20 mal neu zu laden. Was müssen wir hier beachten? Telefonat, bla 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 bla. Mhm. Hier steht nichts weiter. Und im Park der Reporter. Links haben wir schon den Reporter. Dann zeigt klare Bilder. Das Gebäude mit den Polizeiabsperrungen. Das Wasley-Haus? Da wurde jemand umgelegt. Ich bin Reporter. Was ist da drin passiert? Das Monster hat wieder zugeschlagen. Sie sind nicht von hier. Nein, ich brauche Informationen. Ich bezahle auch dafür. Das wird teuer. Ein paar Bilder. Irgendein Buscher bequatscht Liddick, dass er euch hilft, Strafe zu bekommen.
Werdet ihr also nicht unhöflich und redet keinen Blödsinn. Er sagt, dass er. Was wissen Sie über diesen Kunsthändler? Er war mehr als das, hat für die Mafia gearbeitet. Warum wurde er dann umgebracht? Wasley hat etwas gefunden, das sie haben wollten. Also musste er sterben. Sie haben dieses Monster auf ihn gehetzt. Sie sagten, er hätte etwas gefunden. Wissen Sie zufällig was? Ein Gemälde vielleicht? Keine Ahnung. Aber die haben ihn auf alle Fälle zum Schweigen gebracht. Die Mafia hat alle Beweise beseitigt und ins Strahov geschafft. Jetzt verraten Sie mir doch sicher, was der Strahov ist, oder? Nein. Ihre Sprechzeit ist um. Reden Sie weiter. Ich habe noch genug Geld. Das ist es nicht, aber ich erzähle Ihnen da gerade sehr gefährliche Sachen. Sollte lieber den Mund halten. Sie sind ein großer Junge. Sie machen das schon. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ladik. Mein Name ist Ladik. Okay, Ladik. Was noch? Das Strahov ist das Prager Hauptquartier der Mafia. In letzter Zeit war dort verdammt viel los. Sie sind gut informiert. Ich bin ein Profi. Das ist mein Job. Ich habe Dossiers über alle Hauptdarsteller. Die sind aber nicht billig. Okay, zeigen Sie her. Das nennen Sie Dossiers? Wissen Sie, wer das ist? Nein, er kam gestern hier an. Das ist Bouchard. Ein Krimineller aus Paris. Ich bin dem Kerl mal begegnet. Echt? Gehört er zur Pariser Mafia? Keine Ahnung. Wer ist das? Das ist Eckhart. Wenn Sie mich fragen, hat der Kerl hier das Sagen. Allerdings weiß ich über ihn wesentlich weniger als über die anderen. Im Moment sind sie übrigens alle im Strahov. Wer ist alle? Alle 6 Hauptdarsteller. Eckhart und die anderen 5. Ladek, ich muss da rein. Heute. Was würden Sie machen? Schwierig. Das Gebäude wird schwer bewacht. Sicherheitstore, Kameras, Scanner. Aber... Ich könnte Ihnen einen Zugangscode besorgen. Ich habe Kontakte. Geben Sie mir eine halbe Stunde. Okay. Während Sie Ihre Besorgungen machen, sehe ich mich bei Wasley um. Passen Sie auf. Und lassen Sie mich nicht warten. Es ist ungesund, draußen herumzulaufen. Vor allem bei diesem Wetter. Wir sehen uns. So. Ich denke mal, das war so richtig. Tatort des Todes. Wo haben wir heute angefangen? Hier haben wir heute angefangen. Also kann ich das Ding eigentlich getrost hier überspeichern. Ich muss ja mal gucken, ob das wirklich... Warte. Redet er keinen Blödsinn. Er sagt, dass er in einer halben Stunde Zugangscode beschaffen kann. Direkt beim roten Auto. So. Okay. Den Rest denke ich, Was ist hier direkt dahinter? Okay. Wo jetzt hin? Hier hoch oder? Na gut, wir haben es mit Lara zu tun. Lara geht die einfach so durch irgendwelche Türen. Sie klettert Dächer hoch. Das ist die Frage, ob hier hoch. Was auch immer. Jo, keine Ahnung. Okay, ich meine, ich hab's ja gesehen. Ich wollte bloß mal... Keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber ich glaube, ich weiß was.
Ich glaube, ich weiß, was wir für ein Problem wir haben. Ah. Ja, schön. Kann sich aber ganz schön gut umdrehen. Sie kann sich ja fast am... Ne, egal. Warte mal. Ich glaube, hier kommt die Ladezone. Und die hat es nicht geladen. Das hatten wir schon mal. Scheiße. Warte mal. Wir probieren noch mal was. Was wissen Sie über das Gebäude da drüben? Was? Warte mal, was sagen die hier? Ja, der Typ steht noch dort. Warte mal, hier wird jetzt mal, lauf hier zurück auf die Straße. Ach so. Okay. Wir müssen mal eine andere Waffe finden hier, bevor die leer ist. Na gut, wir sollen ja wirklich bloß den Hammer besorgen, alles klar. Ich dachte, es sah so aus, als gäbe es irgendwie so eine Ladezone, die es nicht geladen hat. Was ist hier eigentlich? Nö. Wo war jetzt? Irgendwo war doch hier die Klappe, wo ist denn das gewesen? Oh, hier sind wir. Hier. Oder? Ja. Ja, mach auf. So, wir gehen aber noch mal kurz gucken, ob hier irgendwo noch Krempel rumliegt. Was ist hier unten? Liegt hier was für dich, Lara? Du bist doch habgierig. Ist dir eigentlich mal aufgefallen? Wir haben seit dem dritten Teil das Haus Lara Croft Manor nicht mehr gesehen. Das ist ja in dieser Trilogie hier um den von Croy irgendwie überhaupt nicht drin. Außer beim fünften Teil, wo hier ihre Verwandtschaft oder ihre Hinterlassenschaften hier. Achso, jetzt kriegen wir das auch auf. Ihre Kameraden hier um sie getraut haben, weil sie ja dachten, sie wäre tot. Ja. Okay. Die Türen kamen wir überhaupt noch nicht rein. Okay. Ist die Frage, wo in die Kanalisation? Hier oder dort hinten? Geh mal hier runter. So. Also hier sollten wir nur das Medipack einsammeln, oder wie? Warte, das wissen wir gleich genauer. Wir gucken noch mal kurz hier hoch. Sieht so aus. Ja, hier so oben drüber können wir anscheinend nicht. Das war ja bisher Grafikfehler. So, raus hier. Und das hier können wir nicht mitnehmen. Nö. So, hoch mit dir.
So, na, und hoch. Nein, Lara, wir haben in der ganzen Session heute noch gar kein Stelldichein gemacht. So, das darfst du jetzt tun. Weil du dich im Winter so leicht bekleidest für uns. Oh. Ja, was heißt leicht bekleidet? Wo bleiben eigentlich deine Hotpants? Ich hab Bilder gesehen von dir. Hier aber von Angel of Darkness. Ja. Jo, runter hier. Na los. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Ah. Jetzt kommt alle Leute in der Zone. Lara, das ist jetzt das wievielte Mal, dass du hier in der Kanalisation rumrennen musst? Oder irgendwelche stinkenden Abwässer schwimmen sollst? Nee, komm mal raus hier. Lara, wo ist denn Wasser raus? Sag mal, Lara tropft doch gar nicht mehr. Im vierten und fünften Teil, im fünften Teil hat sie noch getropft, als sie aus dem Wasser kam. Aber hier bei der neueren Engine nicht mehr. Was ist das? Hä? Was hier drüben? Nein, hoch mit dir. Ja. Mal raus hier. Sind wir von hier gekommen? Nee. Wir sind von hier gekommen. Was ist hier drin? Ich habe keine Ahnung. Ja, wo kommen wir hier rein? Keine Chance. Keine Chance. Hier ist ein Knister. Das, ja, es ist gerade ein bisschen. Kommen wir hier hin? Sie fragen, ob wir hier sein sollen. Ich will antworten, Bouchard. Warum wollten Sie mich in Paris töten? Sie waren lästig. Ein loses Ende, das man abschneiden musste. Wer gab den Auftrag? Ein Verrückter namens Eckhart. Er hat mich unter Druck gesetzt. Hat meine Familie bedroht und meine Männer getötet. Sie haben einen von ihnen in der Kirche gesehen. Oh mein Gott. Nee, warte. Diese Dialoge, die schlage ich jetzt nach. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das überhaupt schon so vorgesehen. Der Keller ist total verwüstet. Hier sind richtig auf die Treppe hoch. Okay. Wasser rechts. Nächsten Zimmer, Bouchard. Der sich fragt, was Egal im Gemälde will. Wollen wir nicht erwähnen. Warte. Er sagt wohl. Auf die Bouchard wieder. Er erzählt Lara von Karl Ball, die Finger über das Spiel haben. Er erzählt das von. Presst ihn aus wie eine Zitrone, ne? Wirft die auf Bouchard. Lara von Karl Ball. Also sind sie untergetaucht. Ich hatte keine Wahl. Spätestens, als mir klar wurde, dass Eckhart das Monster ist. Was? Sie haben sich mit dem Monster eingelassen? Ich sollte ein Gemälde, das im Louvre in Paris war, zum Strahov-Gebäude hier in Prag bringen. Mein Gemälde? Es war nicht einfach, das Ding aus dem Louvre zu holen, Bouchard. Tja, in diesem Spiel gibt es nur Verlierer. Warum nach Prag? Eckhart wird von einer Gruppe hier in Prag gedeckt. Sie nennen sich Kabal. Sie sind mindestens so gefährlich wie Eckhart.
aber noch verrückter. Die Kabal? Nicht die Mafia? Nein. Die Kabal sind gefährlicher als die Mafia. Niemand weiß, wie alt sie wirklich sind. Aber ich habe Aufzeichnungen gesehen. Anscheinend waren sie schon im Zweiten Weltkrieg aktiv. Interessant. Jeder, der sich zu sehr für die Geschäfte der Kabal interessiert, verschwindet spurlos. Wie mein Freund von Kreu. Was hatte er mit der Sache zu tun? Er sollte eines der 5 Gemälde der Finsternis suchen. Das Bild aus dem Louvre. Aber er hat zu viel herausgefunden. Er hat mit Wasley hier in Prag gesprochen. Die beiden haben Informationen ausgetauscht. Sie haben also zusammengearbeitet? Sie haben Informationen ausgetauscht, mehr nicht. Wasley war ein Einzelgänger. Außerdem hat er den 5. Stich selbst behalten. Warum sind diese Stiche so wichtig? Jeder Stich enthält Informationen über das Versteck des entsprechenden Gemäldes. Also hat einer der Stiche von Kreu zu dem Gemälde im Louvre geführt. Ja, aber ihr Freund war unvorsichtig. Die Kabal hatten die Faxe abgefangen. Also brauchte Eckart von Kreu nicht mehr. Er war nur noch ein loses Ende, das abgeschnitten werden musste, wie Wasley. Moment. Die beiden getötet. Warum richtet ihr die Leichen so zu? Ja. Ihr solltet an einer Stelle die Frage stellen, was Eckart mit den Leichen macht. Scheinbar braucht Eckart getötet, nicht abgeschnitten. Warum hat Eckart die Leichen so zugerichtet? Warum richtet Eckart die Leichen so zu? Wozu braucht er die Gemälde? Das ist ja im Prinzip dieselbe Frage, bloß hier mit Gemälde und dann. Sie meinen getötet wie Wasley. Warum richtet Eckart die Leichen so zu, Buscher? Und wozu braucht er die Gemälde? Genau weiß ich das auch nicht. Aber es hat etwas mit der Wiederbelebung des Cubiculum Nephili zu tun. Der Cubiculum Nephili. Der Schläfer. Der letzte Überlebende der Nephilim. Sie haben also schon von ihm gehört. Eckart ist verrückt. Er will mit Hilfe des Schläfers die Nephilim zu neuem Leben erwecken. So sieht es aus. Also führt uns der 5. Stich, den Wasley zurückgehalten hat, zum letzten Gemälde der Finsternis. Ich sehe mich hier mal um. Er wird ihn gut versteckt haben. Wasley war sehr vorsichtig. Offensichtlich nicht vorsichtig genug. Auf dem letzten Stich ist das Gewölbe der Trophäen abgebildet. Es war eine der letzten geheimen Festungen der Lux Veritatis. Eckart will um jeden Preis hinein. Eine Festung. Also, warte. Wir sind gleich durch für heute. Strafgewölbe vermutet in einem Gewölbe. Lara will sich aber. Eine Festung der Lux Veritatis. Sie haben die 5 Gemälde der Finsternis Ende des 15. Jahrhunderts versteckt. Das letzte Bild ist mit ziemlicher Sicherheit im Gewölbe. Wissen Sie auch, wo dieses Gewölbe ist? Es muss irgendwo unter dem Strahov-Gebäude sein. Und das Gemälde ist wirklich dort? Eckart glaubt es. Das ist einer der Gründe, warum sich die Kabal dort eingenistet haben. Die Zeit wird knapp. Ich muss mich hier umsehen. Und ich? Wollen Sie mich etwa hier lassen? Ja. Machen Sie eine Pause. Sie sind viel herumgelaufen. Ich komme mit dem 5. Stich zurück. So. Und an dieser Stelle machen wir Feierabend für heute. Zack, zack. Rat überschreiben. Ja, bitte. Ja. Jo, damit. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind die ganze Ecke wieder weitergekommen heute hier. Damit. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss.